Eine Produktion ist nicht möglich ohne Konstruktion und Entwicklung. Entwicklung von der allerersten Skizze bis zum serienreifen Fahrzeug. Hier im Konstruktionsbüro beginnt dieser Reifeprozess. Die Konstrukteure fertigen zunächst die Entwürfe und dann die Zusammenbauzeichnungen an. Diese Zusammenbauzeichnungen werden gewissermaßen wieder auseinandergezeichnet, und zwar so weit, bis zuletzt für jedes Teil am künftigen Fahrzeug eine eigene Zeichnung vorhanden ist. Wie sollte auch irgendein Teil in der späteren Serienfertigung verwendbar sein, wenn nicht zuvor ganz genau festgelegt wurde, wie es in allen seinen Einzelheiten aussehen muss? Doch machen wir jetzt einen Sprung. Einen Sprung mitten hinein in die Fertigungshalle. Wir bekommen einen ersten Gesamteindruck von der Geburtsstätte des Heinkel Tourist. Rohling ist die Bezeichnung für jedes roh angelieferte Werkstück vor seiner Bearbeitung. Hier eine Spezialmaschine, an der die Kurbelschenkelrohlinge bearbeitet werden. Mag so ein Rohling seine künftige Form schon erahnen lassen, so ist doch immer noch ein gutes Stück Arbeit zu leisten, bis die gewünschte Form auf den Millimeter, ja auf den Zehntel und Hundertstel Millimeter genau den verlangten Abmessungen entspricht. Deswegen werden nach den einzelnen Arbeitsvorgängen gleich noch am Arbeitsplatz immer wieder Stichproben gemacht und Messungen vorgenommen. Haben Sie gewusst, dass der Heinkel-Roller aus über 2000 Einzelteilen besteht? Alle diese Teile können wir nicht zeigen. Begnügen wir uns also mit einem bunten Mosaik der wichtigsten Fertigungszweige. Sehen wir uns getrost näher um. Halbfertige Teile werden auf einen Transportwagen gestapelt und zur nächsten Maschine gefahren. Eine Fräsmaschine ist es. Wir sehen, wie sogenannte Taschen eingefräst werden. Sie dienen als Gewichtsausgleich für den Kolben. Auch im modernsten Betrieb kann man auf manuelle Arbeiten mitunter doch nicht ganz verzichten. In diesem Fall werden die ausgefrästen Taschen jetzt mit einer Feile entgratet, wie man so sagt. Aber schon sind wir wieder bei einem vollautomatischen Arbeitsvorgang angelangt, beim Kopierschleifen der Kurbelwellenachse und der Kugellagersitze. Es ist das Merkmal aller Kopiermaschinen, dass sie nach einem als Muster dienenden Modellstück selbsttätig arbeiten, das Modell wird maßgetreu kopiert. Doch selbst auf die Genauigkeit solcher Maschinen verlässt man sich nicht blindlings. Wieder wird gemessen. Nach jedem Arbeitsgang, der Späne als Spuren hinterlässt, werden diese mit Pressluft entfernt. Hier sehen wir es im Bild. Das Pleuel ist bekanntlich das kraftübertragende Verbindungsglied zwischen Kurbelwelle und Kolben. Hier wird es nun bearbeitet. Das kleine Pleuelauge wird von dieser Maschine mit einem Diamant ausgedreht. Zur Lagerung des Pleuels braucht man einen Hubzapfen. Dieser Hubzapfen wird auf einer Einlaufschiene in die Schleifmaschine transportiert und dort auf Maß geschliffen. Mit einer Lupe wird schließlich die Oberflächengüte geprüft. Doch mit Stichproben nur mit einer Lupe kann man sich natürlich nicht begnügen. Drum gibt es einen Feinmessraum. Auch die fertigen Hubzapfen kommen hier unter die Prüfgeräte. Sie werden auf Oberflächengüte, Rundlauf und Durchmesser geprüft. Die Prüfgeräte sind Präzisionsapparate, die Abweichungen von einem Tausendstel Millimeter angeben. Nach den Messungen kann die Fertigung weitergehen. Sie läuft in Wirklichkeit natürlich ununterbrochen. Denn während an einer Stelle noch gemessen wird, ist an anderer Stelle schon wieder Schwerarbeit an der Reihe. Schwerarbeit leistet auch diese Presse, die den Hubzapfen mit ca. 5 Tonnen Druck in den Kurbelschenkel einpresst.
Wieder wird gemessen. Hier sehen wir eine Kontrollmessung des Axialspiels der Pleuel. Die fertig montierte Kurbelwelle kommt zunächst in eine Rundlaufvorrichtung. Sollten Maßabweichungen festgestellt werden, so wird die Kurbelwelle ausgerichtet und wieder geprüft. Der Schlag darf an beiden Achsen je 0,01 Millimeter nicht übersteigen. Anschließend gelangt die Kurbelwelle noch in die Wuchtmaschine. Hier wird nun untersucht, ob und inwieweit eine Unwucht feststellbar ist, und zwar erfolgt die Messung in horizontaler wie auch in vertikaler Ebene. Erst nach diesen Prüfungen ist die Kurbelwelle einbaufertig. Auf unserem Rundgang durch die Fertigungshallen ist es uns endlich vergönnt, eine Kopiermaschine einmal etwas genauer zu betrachten. Auf diese Spezialkopiermaschine wird die Kurve einer Nockenwelle geschliffen. Links erkennen wir die einzelnen Kopierscheiben. Die Kopierscheiben werden von einer Rolle abgetastet und als Folge davon wird der Tisch hin und her bewegt. Eine interessante Maschine, nicht wahr? Doch es gibt andere, die nicht minder interessant sind. Hier zum Beispiel diese Abwälzfräsmaschine. Sie gibt dem großen Steuerrad seine Verzahnung. Und wie wir sehen, bewegen sich Werkstück und Werkzeug. Zur Bearbeitung der Getrieberäder ist nun wieder diese Doppelkammhobelmaschine eingesetzt. Die Getrieberäder wälzen sich sehr langsam ab, wobei das Werkzeug, in diesem Fall die Stoßspindel, Stoßbewegungen ausführt. Die Getrieberäder sind natürlich aus Präzisionsguss gefertigt. Verlassen wir die Werkzeugmaschinen und begeben wir uns jetzt in die Härterei. Je nach Art und Beschaffenheit des Werkstoffes und seiner Härtetiefe werden die zu härtenden Teile in einem Kammerofen oder in einem Salzbadeofen aufgekohlt. Hier. Nach der Aufkohlung, dem Härtevorgang, werden die Teile abgeschreckt. Das geschieht entweder in Wasser oder in Öl. Selbstverständlich hat auch das Steuerrad die Härterei durchlaufen. Mit der geschliffenen und eingepressten Nockenwelle ist es nun ein Fertigteil. Eine Spezialschleifmaschine besorgt den nächsten Arbeitsvorgang, das Schleifen der Zahnflanken. Zweck und Ziel dieses Arbeitsvorganges ist es, dem Zahnrad einen geräuscharmen Lauf zu geben. Nach dem Schleifen durchläuft das Teil eine der vielen Serienkontrollen. Hier sogar von zarter Hand. Zahnrichtung und Rundlauf werden geprüft. Anhand eines Diagrammstreifens wird schließlich das Ergebnis gewissermaßen handschriftlich festgehalten. Und wieder einmal Endstation Feinmessraum. Hier erlebt das große Steuerrad seine Endkontrolle. Die Sammelfehler des Zahnradpaares, nämlich Richtungs-, Evolenten- und Rundlauffehler, werden in einem Präzisionsprüfgerät ermittelt. Der Diagrammstreifen bringt es an den Tag.